Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute mit diesem Video hauptsächlich ein Update geben, wie wir so die letzten Tage erlebt haben und wie es uns so geht. Also die letzten Tage waren für mich sehr stressig, so emotional und körperlich. Und ja, es war ein Auf und Ab der Gefühle durch den Coronavirus, was alles für Informationen da auf uns zugekommen sind und Zukunftsängste teilweise auch. Und ich habe schon, also heute ist Donnerstag und ich habe schon am Montag mein Nagelstudio geschlossen, obwohl ich es hier in NRW noch gar nicht hätte machen müssen, obwohl wir die meisten Fälle hier in NRW haben vom Coronavirus. Also ich fand es einfach falsch, mich und auch meine Kunden in diese Situation zu bringen. Und ich finde einfach, Fingernägel haben jetzt, ja, das ist nicht so wichtig, Fingernägel schick zu haben. Uns allen droht eine Ausgangssperre. Ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern. Ja, und dann war ich halt noch Montag mit auf der Arbeit mit Bernd im E-Zigaretten-Einzelhandel und es war unwahrscheinlich viel los. Die Leute haben eingekauft, gebunkert, haben uns ihre Sorgen mitgeteilt und wie geht es weiter, wurden wir gefragt, obwohl wir das ja selber auch überhaupt gar nicht wussten und immer noch nicht wissen, wie es weitergeht. Am Dienstag und am Mittwoch bin ich dann zu Hause geblieben und habe halt morgens direkt beim Ordnungsamt angerufen, wie es aussieht, ob wir noch aufmachen dürfen. Und am Dienstag wurde dann gesagt, also von hier, von unserem Ort, das Ordnungsamt in NRW, ja, da meldet sich jemand. Die sehen ja dann die Telefonnummer im Display und ja, die wurden halt total überlaufen mit Anrufen beim Ordnungsamt. Die würden sich melden. Und ja, dann habe ich auf den Anruf gewartet. 24 Stunden, es kam kein Rückruf. Ich hatte direkt danach einen Ort weiter von uns beim Ordnungsamt angerufen, weil ich da die Facebook-Seite der Hundewiese, der Administrator bin und sowieso erfragen musste, ob die Hundewiese jetzt geschlossen hatte, damit ich das auf Facebook auf der Seite mitteilen kann. Und dann habe ich da direkt einen vom Ordnungsamt an Telefon gehabt und dann habe ich den direkt gefragt, ob wir noch aufhaben dürfen. Und am Dienstag sagte er, ja, wir dürfen noch aufhaben. Also konnte Bernd noch aufschließen und wieder, es war unwahrscheinlich viel zu tun. Also das waren die umsatzstärksten Tage, die wir jemals hatten. Und ja, auch die Sorge halt der Menschen, die reden ja dann mit uns, es sind viele Stammkunden. Und ich saß zu Hause, ich habe viel mit Bernd telefoniert, immer, wie geht's dir? Und viel NTV geschaut, eigentlich den ganzen Tag habe ich NTV geschaut. Und eigentlich hat man nur auf die Ausgangssperre gewartet. Wenn ich durch den Park gegangen bin mit unserem Hund, um eine kleine Runde zu machen, habe ich halt viele Jugendliche gesehen, die sich treffen, als ob nichts wäre. Ich habe halt immer gesehen, bei uns ist ein Supermarkt in der Nähe, der Parkplatz voll, wie die Menschen mit zwei Einkaufswagen, wie auch immer, teilweise eingekauft haben. Und ja, dann haben wir uns auch zu Hause darauf vorbereitet, dass wir eine Ausgangssperre bekommen. Wir haben, das habe ich euch auch in einem anderen Video schon erzählt, den Garten komplett eingezäunt, dass wir halt den Hund freilaufen lassen können bei uns im Garten. Ja, heute ist Donnerstag, bin total durcheinander. Am Mittwoch habe ich dann wieder beim Ordnungsamt hier in unserer Stadt angerufen. Da war wieder eine junge Frau. Es hat sich angehört wie 16 oder 14. Ja, der Mensch vom Ordnungsamt würde sich bei mir melden. Und da wurde ich dann leicht ungehalten und habe gesagt, ja, da warte ich seit gestern drauf, dass der sich meldet. Ja, und dann hat sie gelacht, also so wie ausgelacht. Ja, der nimmt halt keine Telefonate mehr an, weil hier so viel los ist und so. Und so nach dem Motto, dem ist das egal. So, und dann bin ich halt auch ein bisschen lauter geworden
Und habe halt gesagt, ja, ist ja schön, ne, wenn sie das so lustig finden und darüber lachen, aber hier hängen Existenzen dran und wir wissen nicht, ob wir aufmachen können oder nicht. Dann lassen wir jetzt auf und berufen uns dann auf den Herrn, sowieso, wie der halt dann heißt, dass er halt sich nicht kümmert um die Menschen, die anrufen. Und ja, dann habe ich halt aufgelegt, ne? Und habe dann wieder in einem anderen Ort bei dem Ordnungsamt angerufen. Und der hat dann für gestern gesagt, ja, sie dürfen heute noch aufmachen, morgen aber nicht mehr. So, das habe ich dann Bernd gesagt. Dann hat er wieder aufgemacht. Und es war wieder die Hölle zu tun. Und ja, dann kam halt, ich glaube, gegen 18 Uhr kamen Menschen, 4 Personen, sagte Bernd, kamen rein. Also wir hatten dann auch so immer nur eine Person rein, Abstand halten und sowas alles, hatte Bernd gemacht, Desinfektionsmittel bereitgestellt und so. Und um 18 Uhr ungefähr kam dann halt eine Frau von der Stadt und ja, welche, die in voller Montur waren, Polizei oder so. Ich weiß es nicht, war halt auch nicht da, das hat Bernd mir nur erzählt. Und die haben dann halt gesagt, er müsste sofort den Laden schließen. Die laufen jetzt hier durch unsere Stadt und ja, achten darauf, dass alle schließen, die schließen müssen. Ja, und dann hat Bernd sich halt, also hat dann auch, ne, sofort dann zugemacht, aber hat halt auch so gesagt, dass wir heute Morgen extra noch angerufen haben und die Information hatten, dass wir aufmachen dürfen. Und dann haben die gesagt, ja, alles gut, ne, das ist jetzt halt eine schwierige Lage und müssen jetzt keine Strafe zahlen oder so, aber halt jetzt sofort schließen. Ja, und dann hat er halt abgeschlossen und die, die mir auf Facebook auch folgen, die haben das ja gestern mitbekommen, meinen leicht verzweifelten Post, also was heißt verzweifelt, aber halt so, heute hat mein Mann zum letzten Mal den Laden abgeschlossen, also oder vielleicht zum letzten Mal irgendwie so, weil man ja jetzt halt nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist ja auf unbestimmte Zeit. So, ich hatte ja jetzt die letzten paar Tage viel Zeit, darüber nachzudenken und in mich zu gehen. Und ich versuche jetzt einfach weitestgehend das positiv zu sehen. Selbst wenn eine Ausgangssperre kommen sollte, ja, dass wir einfach die Zeit mit der Familie genießen, die Ruhe, die wir dann haben, weil wir ja, wie ihr wisst, immer sehr viel arbeiten und man kann zu Hause sehr viel schaffen, im Garten und in der Wohnung auch, und ja, uns einfach zur Besinnung kommen, so dieses Entschleunigen einfach. Nicht so viel machen, nicht so viel einkaufen, halt hauptsächlich zu Hause uns beschäftigen und chillen. Einfach mal chillen und abschalten und mir halt nicht oder uns auch nicht so viele Sorgen zu machen jetzt über die Zukunft, weil wir haben jetzt absolut gar keinen Einfluss mehr auf gar nichts. Wir können nichts machen. Wir mussten schließen. Wie geht es euch damit? Wo seid ihr? Wie ist es bei euch im Bundesland? Also in Teilen von Bayern oder in einer Stadt von Bayern ist ja mittlerweile tatsächlich Ausgangssperre. Nach Ungarn kommt man auch nicht mehr. Die Grenzen sind halt zu. Nur wenn man halt diese Wohnkarte hätte, die haben wir noch nicht. Weil mir auch in die Kommentare geschrieben wurde, ja, dann könnt ihr jetzt nach Ungarn fahren und euer Haus fertig machen. Nein, können wir nicht. Und ja, ich habe überlegt, jetzt für die Zeit, ihr wisst, ich bin ein großer Freund von der Hundewiese, dass Murphy da halt soziale Kontakte hat und so. Ich war da sehr oft und sehr gerne. Und da können wir jetzt halt nicht hin, weil die Hundewiesen alle geschlossen sind. Der Hundeplatz ist auch geschlossen. Und ich war schon an dem Samstag nicht mehr beim Hundeplatz, obwohl ich noch hätte gehen können. Und da habe ich dann hingeschrieben, halt, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, dass ich nicht komme, dass wir halt viele Risikopatienten oder wie man sagt, im Bekanntenkreis haben und dass ich deswegen nicht komme. Ich glaube, auch da haben mich viele belächelt. Aber halt, ja, und ich bin jetzt so, dass ich gesagt habe, sollen wir uns jetzt einen zweiten Hund holen, dass der Hund halt soziale Kontakte hat. Wir wollen ja sowieso einen, davon mal abgesehen. Und jetzt haben wir halt Zeit und ich glaube auch nicht, dass das im April vorbei ist. Das heißt ja immer, bis 19. April ist es erstmal. Ich glaube nicht, dass wir dann alle wieder ganz normal arbeiten gehen können und zur Schule gehen können. Das wird uns noch ein bisschen länger begleiten. Ich glaube auch nicht, dass dieses Jahr die Grenzen nochmal aufgemacht werden. Aber schreibt mir mal eure Gedanken und Prognosen dazu gerne in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ja, worauf ich hinaus wollte, ich möchte einen zweiten Hund, weil ich daran glaube, dass wir sehr lange zu Hause sitzen werden. Und Bernd sagt, nee, lieber nicht. Ich gucke schon immer.
Ne? Wir würden ja auch einen gebrauchten Hund nehmen, in Anführungsstrichen. Da kommt der Bernd. Wir waren noch im Laden, er hat seinen Computer abgebaut, den will er mit nach Hause nehmen. Falls er da Bestellung machen muss oder so, oder weiß ich auch nicht. Ein paar Sachen, die Blumen haben wir abgeholt aus dem Laden, sowas halt, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben, aber noch ist ja keine Ausgangssperre. Also selbst wenn das jetzt ausgerufen werden würde, dann könnte man ja bestimmt noch mal hinfahren. Die sagen ja nicht ab sofort, sondern dann zum Beispiel ab morgen 8 Uhr oder so. Da kann man ja immer noch mal hinfahren, wenn man was bräuchte. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Da gibt es ein Update. Da kann der Bernd noch einmal winken. Er winkt nicht. Er ruft den Hund. Okay, ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und positiv denken. Tschüss.